Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute fahren wir hier zum Simson oder generell Moped-Treff in Tungerloh-Kapellen. Und ja, wir sind jetzt gleich da. Und ich hoffe auch, meine Simson, die gibt nicht auf. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Moin. Wir fahren am besten mal hin. Am besten aber hier hinstellen. Eine Stunde später. So, dann geht es jetzt hier gleich auch los. Sind meine Taschen alle zu? Ich will nichts verlieren. Jetzt muss ich nur noch das Moped anspringen. Moped läuft auch. Kupplungsdeckel ist auch noch dicht, ich habe noch kein Öl verloren. Kurze Videounterbrechung, und zwar möchte ich euch hier einmal ganz kurz die One Tigris Helmhalterung für die Wand vorstellen. Das hier ist alles im Lieferumfang enthalten. Das alles kann man relativ simpel zusammenbauen und steht natürlich auch nochmal alles in einer Anleitung beschrieben. So wird es dann jetzt aussehen, wenn alles fertig ist. Den Haken nehme ich jetzt hier als Beispiel für meine Motorradhose, den Bügel für meine Motorradjacke und oben dann natürlich für den Helm. So würde es dann jetzt zum Beispiel aussehen, wenn alles dran ist. Das ist einfach eine Top-Sache. Und bei Interesse schaut gerne mal vorbei in der Videobeschreibung. Ja, komm. Ich hoffe, man sieht so alles. Sind wohl ein paar Mopeds. Was ist das denn für ein Ding? Sieht wie witzig aus, wie er drauf sitzt, weil der Lenker so tief ist. Hab aber echt Bock heute auf die Ausfahrt. Hinten werden schon wieder Wheelies gezogen. Oh, guck, die ersten Mopeds geben schon den Geist auf. Irgendwie war es so klar. Ich habe nur gehofft, dass ich nicht der Erste bin, der den Geist aufgibt. Die würde ich mich auch gleich gerne mal irgendwo hinstellen, wo man so alle Mopeds sieht. Die S51 ist aber immer wieder am meisten vertreten. Ja, das Kage da richtig ab. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt ungefähr in der Kurve überholen. Jo. Haben auch viele größere oder ab und zu mal größere Bikes dabei. Also nicht nur 50er. Echt viele Bikes.
Wenn du überlegst, dass wir hier quasi ganz im Westen von Deutschland sind. Ich kenne in meiner Stadt fast keinen, der Simson fährt. Und dann sind wir jetzt hier so viele. Nur 10 Kilometer von meiner Stadt entfernt. Also Simsons sind bei uns halt jetzt nicht so stark vertreten wie im Osten. Es gibt ja immer noch Leute, die schreiben so, ja, Simson darf nur im Osten gefahren werden und so. Jo. Der macht erstmal schön Wheelie. Ja, geil, geil. Mittlerweile fast ganz vorne. Ich habe mich aber gut durchgekämpft hier. Wie viele kommen da eigentlich noch so? Okay, sind noch ein paar. Na komm, ich stelle mich auch mal hier hin. Wenn man hier mal so alles sieht. Einfach alles dabei hier. Echt viel dabei. Mofas, alles Mögliche. Oh, war im zweiten Gang. Was sieht man da so alles? Ah, egal. Aber das ist halt auch meine Aufgabe, euch alles zu zeigen. Oh, die ist aber sauer. Oh nein, wie schlimm. Manche Leute, die müsst ihr euch immer anstellen. Also klar, ist scheiße, wenn ein Hund da ist, aber trotzdem. Sowas sieht man halt auch nicht alle Tage. Ah, ist auch Schotter. Ich habe doch mein Moped schön geputzt. War alles umsonst hier. Mann, Mann, Mann. Jetzt staubt hier schon wieder wie wild. Aber Gelegenheit für mich aufzuholen. Hier auf meiner Enduro, hus hus. Oh. Aber war ja gut, dass ich mein Moped dann nicht zu stark geputzt habe, weil hätte eh nicht viel gebracht. Und ich hoffe, die Linse ist jetzt nicht zu stark verstaubt. Boah, man sieht gar nichts. Geil. Ich habe ja nur darauf gewartet, bis irgendwer hier übers Feld fährt. Das nächste Moped, was nicht mehr läuft? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Boah, wieder Staub. Boah. Scheiß Weg. Ein bisschen aufholen. Aufholjagd beginnt. Kann aber 60 Kubik ja schon mal machen. Aber so eine richtig stark getunte Simson habe ich aber bis jetzt komischerweise hier noch nicht gesehen. Wundert mich irgendwie.
hier das Mofa schon wieder. Hier ist kurz Pause, sagst du? Aber komm, ich park mal hinten. Boah, ist das warm hier in der pure Mittagssonne. Stehen wir hier. Puh. 20 Minuten später. So, dann geht's jetzt hier weiter. Haben gerade kurz Pause gemacht. Boah, es ist so warm und ich habe mich nicht eingecremt. Ich hoffe, dass ich mich nicht verbrenne. In der puren Mittagssonne. Boah, glänzt sie. Die musst du aber auch gut sauber halten. Boah, scheiß Schlagloch. So. Dann geht's jetzt hier auch wieder zurück aufs Gelände. Komm, ich park wieder im Schatten. Boah, ist das warm. So, wir fahren jetzt hier wieder nach Hause. Deswegen noch so ein paar kleine Spiele gemacht, irgendwie Reifenweitwurf oder so, aber uns ist einfach viel zu warm gerade. Dementsprechend fahren wir jetzt. Ciao, ciao. Na gut Leute, dann würde ich sagen, war's doch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst einfach ein Abo da und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.